Tag und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar geht es heute um ja, eine etwas ältere Grafikkarte. Ihr seht schon, wir haben hier einen Koffer stehen und eine Verpackung von dieser Grafikkarte, die ziemlich groß ist. Und das ist nicht nur die Verpackung, denn die Grafikkarte selbst ist auch ziemlich riesig. Genauer gesagt geht es heute um die Asus Ares. Das war ja eine von den ersten Special Edition Grafikkarten von Asus. Es gab davor noch die Mars, die GTX 295, beziehungsweise war es ja nicht eine 295, sondern eine ja, doppelte GTX 285 quasi, denn eine GTX 295 war quasi nur eine doppelte GTX 275 und somit war die Karte doch ein gutes Stück schneller. Bei der Ares ist das jetzt quasi eine Radeon HD 5970. Die ist ungefähr 2010 auf den Markt gekommen, damals als die 5870 eben aktuell war und auch die 5970. Ja, die Karte ist auf den Markt gekommen, als ich so ungefähr angefangen habe mit PCs. Das heißt, da hatte ich quasi meinen ersten Rechner. Das war zu Zeiten von, ja, vielleicht ein bisschen später, 2011 sowas. Und ja, da war diese Karte schon wirklich eine extreme Traumkarte, weil es die halt wirklich nur sehr, sehr selten gab. Die war extrem limitiert und deswegen haben wir auch nicht besonders viele. Wir haben damals auch eine als Review-Sample gekriegt und die durften wir glücklicherweise bis heute behalten. Und somit haben wir diese Karte jetzt seit über 10 Jahren fast. Na gut, dürfte ein bisschen weniger als 10 Jahre sein vielleicht, aber das ist schon eine ganz schöne Zeit und da schauen wir einfach heute mal, was die Karte denn noch kann und vor allem schauen uns die Karte generell mal so ein bisschen an, denn ich denke nicht, dass so viele die schon gesehen haben in Person und vor allem, dass es gibt nicht so viele Videos dazu, die Karte genau behandeln, weil es eben, wie gesagt, nur ganz, ganz selten auf dem Markt war. Und ja, wir schauen uns heute mal alles an zu der Karte und auch so ein bisschen Performance, wobei man natürlich sagen muss, aktuelle Spiele laufen da drauf nicht mehr wirklich. Ja, um mal mit dem Koffer hier anzufangen, an sich ist es nur quasi eine Verpackung. Das heißt, ihr habt hier oben so ein Schaumstoff-Insert, wo ein bisschen was draufsteht zur Karte, ist jetzt nicht wirklich weiter relevant. Und hier unten haben wir schon die Karte, aber die hole ich jetzt gleich erst raus. Wir haben hier noch eine Crossfire-Brücke drin, falls ihr zwei davon habt. Also wer wirklich zwei davon hatte, der, ja, der hat es geschafft. Dann zusätzlich haben wir noch zwei Stromadapter, jeweils 2x6 Pin auf 8 Pin. Aber ganz ehrlich, wer so eine Karte kauft, der sollte wirklich ein Netzteil haben, das das auch kann. Und zusätzlich noch ein HDMI auf DVI-Adapter. Dann war hier noch eine Maus dabei, die fehlt jetzt hier allerdings. Die war von Asus ebenfalls und war so eine der frühen ROG Gaming-Mäuse, die auch bei den Laptops teilweise dabei waren. Die wurden aber nicht einzeln verkauft, das heißt, ihr habtet hier quasi ein nettes Gimmick dabei, was man vielleicht mal hätte benutzen können. Und dann haben wir auch schon die Karte. Ja, die stelle ich aber noch mal kurz zur Seite, weil wir hier noch andere Sachen drin haben. Zwar nichts unbedingt Interessantes, aber eine Treiber-CD. Anleitung für die ROG Laser Gaming Maus. Und eine Speed-Setup-Guide sowie eine VGA Drivers und Manual für die Asus Ares. Also nochmal eine Treiber-CD. Die andere war, glaube ich, für die Maus. So, den Koffer können wir eigentlich wieder zumachen, weil da ist nichts mehr wirklich drin, was uns interessieren könnte. Und wir widmen uns jetzt erstmal der Karte selbst. Denn das ist, denke ich mal, das, was ihr alle sehen wollt und wieso ihr auf das Video geklickt habt. Ja, an sich von der Konzeption her ist das eine ganz normale Radeon HD 5970, das heißt eine 5870x2. Da muss man allerdings dazu sagen, dass die 5970, die normale, ein bisschen runtergetaktet war, müssten meiner Erinnerung nach 750 MHz gewesen sein und die Standard 5870 hatte 850. Das heißt, ihr hattet da gut 10-15% weniger Performance gegenüber der doppelten 5870. So, da war das allerdings nicht nur der einzige Unterschied, denn die 5870, also die einzelne Karte, gab es teilweise auch mit 2 GB. Die 5970 hatte zwar auch 2 GB, aber aufgeteilt auf 2 GPUs. Und wenn ihr euch ein bisschen mit Crossfire oder SLI beschäftigt, wisst ihr, dass man bei Crossfire oder SLI nur die Speichermenge von einer GPU nutzen kann, beziehungsweise ihr habt zwar zwei, aber die werden nicht gedoppelt, sondern jede GPU muss individuell diese Speicher nutzen,
weil diese Dateien, also die Bilddateien, müssen auf beiden Grafikchips selbst gespeichert werden. Das heißt, hier müssen quasi immer die doppelte Menge Speicher vorhanden sein, damit das überhaupt funktioniert. Ja, hier haben wir jetzt allerdings 4 GB. Das heißt, wir haben insgesamt 2 GB pro GPU, was schon deutlich besser ist im Vergleich zu den 1 GB von der alten Karte oder beziehungsweise von der normalen Karte. Zusätzlich ist die Karte natürlich viel, viel größer. Also wir haben hier einen relativ großen 100mm Lüfter. Ich meine, mittlerweile sind 100mm Lüfter eigentlich Standard. Was allerdings an dem auch noch besonders ist, nicht nur, dass der relativ hoch dreht, wenn man es denn möchte. Also man kann es in Afterburner oder diversen Utilities einstellen, dass der wirklich ja, mit maximaler Drehzahl dreht. Und das ist dann auch wirklich beeindruckend laut. Der ist relativ dick. Der hat, glaube ich, 25mm Dicke, genauso wie ein normaler Lüfter. Das heißt, wie ein Gehäuselüfter. Wenn man jetzt eine normale Grafikkarte hat, dann sind diese Lüfter immer relativ schmal. Das heißt, so 10, 15mm, wenn es hochkommt. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier einen wirklich dicken Lüfter, der auch ordentlich Luft schaufeln kann. Und das braucht er auch wirklich, denn er muss hier ungefähr 350 bis 400 Watt kühlen, wenn es nicht sogar mehr ist. Und was der kühlen muss, sehen wir hier nämlich auch schon gleich. Das sind 2 große Kupferkühlstrukturen. Ich zeige es jetzt mal so, beziehungsweise so, da sieht man das relativ gut. Die Karte ist natürlich auch eine Triple-Slot-Karte und ist deutlich höher als die Standardkarten. Das heißt, ja, das ist schon ordentlich Material und die ist auch wirklich schwer. Also es sind mindestens 1,5 Kilo. Es kommt eher an die 2 ran. Und ja, wir haben jeweils 2 Kühlelemente für die einzelnen GPUs, denn es ist eine hier verbaut und eine hier. Das kann man auch relativ gut sehen an den Schrauben. Wir haben die natürlich auch nochmal aufgeschraubt, das zeigen wir auch gleich. Und da muss die Luft eben durchgeführt werden. Ja, diese Kühler tun auch ihren Job ganz gut. Also man kann hier von relativ niedrigen Temperaturen sprechen, aber die Karte bleibt nicht unbedingt leise. Ich denke aber auch, jemand, der sich so eine Karte gekauft hat, wird die entweder für Extreme Overclocking benutzt haben oder eben wassergekühlt oder eben auch ins Regal gestellt haben, einfach für ja, Zwecke der Aufbewahrung oder eben zur Schaustellung. Was noch interessant ist, wir haben nicht nur eine ganz normale Kühlung für die GPUs, denn wir haben auch eine richtig große Kühlung für die Spannungswandler. Das heißt, wir haben hier eine Baseplate, die ungefähr ja, einen halben Zentimeter dick ist und dazu noch mehr Material drauf ist, wie hier so Kühlfinnen. Genauso sieht es bei der Backplate aus, die ist auch wirklich massiv. Die wurde auch bei so ähnlich bei den normalen Karten von Asus verwendet. Hier allerdings nochmal in größerer Ausführung, das heißt über das komplette PCB nach oben und nach der Länge nach. Und hier sind ebenfalls nochmal Kühlrippen drauf. Wenn die Backplate wirklich so ausgeführt ist, wie sie hier ist, dann bringt es auch bei der Kühlung was, denn wir haben hier auch noch eine vergrößerte Oberfläche durch die Kühlrippen und wie gesagt auch mit Wärmeleitpads versehen. Das heißt, wir haben hier drunter erstmal unter dem Speicher Wärmeleitpads, sowohl bei der GPU als auch bei der hier und unter den Spannungsversorgungen ebenfalls. Das heißt, hier kann man auch erwarten, dass die Backplate auch Kühlleistung bringt. Nicht wie es aktuell zum Beispiel oft der Fall ist, dass die einfach nur optischer Natur ist. Ja, Displayausgänge gab es nichts Besonderes, beziehungsweise war es sogar teilweise bei den Standardkarten mehr, denn die hatten oft 2 Displayports oder eben einmal HDMI, einmal Displayport und zweimal DVI. Diese Karte wiederum hat nur einmal DVI, einmal HDMI und einmal Displayport. Beziehungsweise wenn ihr 2 DVI-Monitore hattet, konntet ihr auch das nutzen. iFinity war hier noch nicht so ein großes Thema. Also da gab es ja bei der 5870 erst die iFinity 6 Edition. Da kam iFinity gerade so ins, ja, ins Gaming oder ins Gespräch. Das heißt mit 3 Monitoren oder sogar mehr. Hier habt ihr bloß die Möglichkeit, ja, ihr habt zwar die Möglichkeit, 3 Monitore anzuschließen, ist allerdings relativ schwierig, weil einer davon mindestens Displayport haben muss und die anderen beiden entweder auf DVI, DVI oder HDMI zurückgreifen können. Das war ebenfalls die erste Grafikkartengeneration, die DirectX 11 unterstützt hat, weswegen wir uns heute auch mal relativ aktuelle Benchmarks anschauen könnten, wenn denn der Treiber-Support einigermaßen okay wäre, weil wenn wir zum Beispiel, wir konnten noch nicht mal 3D-Mark laufen lassen, denn 3D-Mark, der aktuelle 3D-Max Firestrike hat Probleme mit der System-Info, denn die Karte hier wird nicht als normale 5970 erkannt, sondern als wirklich Asus Ares, was
interessant ist, denn selbst wenn man im Normalfall eine 2080 Ti Lightning oder so hat, dann wird die im Windows bzw. in den ganzen Utilities trotzdem als 2080 Ti erkannt. Und das ist auch bei allen anderen Karten der Fall. Hier haben wir es allerdings wirklich so, das ist zwar in der Theorie eine 579, wird aber wirklich als gesonderte Karte angezeigt, als Asus Ares. Was wirklich beeindruckend ist, dass man so weit gegangen ist und das so gemacht hat. Und genau deswegen ist das Problem, ja, die wird von teilweise System Info oder verschiedenen Spielen nicht als Grafikkarte erkannt oder beziehungsweise nicht als richtige Grafikkarte erkannt. Und diese Software denkt somit, die wäre nicht kompatibel. Deswegen mussten wir hier auf ältere Spiele zurückgreifen, beziehungsweise einen älteren Benchmark mit 3D Mark 11. Wir haben das Ganze in Crysis 3 getestet, einfach mal um zu schauen, ja, wie läuft das Ganze denn. Crysis 3 ist ja auch schon im Vergleich zur Karte ein bisschen neuer. Also die Karte kam 2010 raus, Crysis 3 2013/14, ist dann schon 3 Jahre neuer. Aber ist halt kein aktuelles Spiel. Vor allem deswegen, weil entweder kein aktuelles Spiel oder wenig aktuelle Spiele Crossfire unterstützen. Das ist schon mal das eine Problem. Multi-GPU ist mittlerweile eigentlich komplett ausgestorben. Sehen wir daran, dass nur noch wenig Karten überhaupt einen Anschluss haben für Multi-GPU. Und es gibt auch kaum noch Multi-GPU-Grafikkarten, also Grafikkarten mit 2 Grafikchips. Klar, eine 2080 Ti, 2080 und 2070 Super kann man noch über NV-Link zusammenschalten. Ob das Ganze so sinnvoll ist, wage ich aber zu bezweifeln, denn wie gesagt, die Spieleunterstützung ist halt einfach nicht mehr gegeben. Wenn wir uns die Karte mal anschauen, wie sie auseinandergenommen ist, ich habe jetzt mal Footage eingefügt oder beziehungsweise drüber gelegt, dann sehen wir, dass es wie gesagt 2 Karten sind, die zusammengefügt wurden. Also wir haben 2 gesonderte Spannungsversorgungen mit zwar nur 5 Phasen, aber die ist dann doch schon deutlich besser ausgelegt als bei einer herkömmlichen 5870. Und das war ganz einfach deswegen der Fall, weil man hier auch einen gewissen Overclocking-Support bieten wollte. Man hatte in Software die Möglichkeit, die Spannung schon deutlich höher anzuheben, als es im Normalfall der Fall war. Das heißt, normalerweise war bei der 5870 bzw. 5970 bei 1,3 Volt Schluss. Bei GPU-Tweak konnte man dann aber nochmal deutlich höher gehen. Hier hatte man einfach ein Limit, das bis 1,6 Volt ging. Natürlich wollen wir das nicht ausnutzen, aber da gab es hier die Möglichkeit dazu. Natürlich dann auch nicht mit Luftkühlung, sondern eher mit Trockeneis oder Flüssigstickstoff. Ansonsten sieht es eigentlich aus wie jede relativ alte Multi-GPU-Karte. Wir haben natürlich auch noch einen PCI-Express, also PLX-Chip da drauf, um die PCI-Express-Lanes zu verteilen zwischen den Grafikchips. Aber mittlerweile die neueste Grafikkarte mit 2 GPUs ist eigentlich nur noch die Radeon Pro Duo und die war eigentlich nicht wirklich für den normalen Consumer-Markt gedacht. Und selbst die war ja schon von 2015 und seit 5 Jahren gab es jetzt eigentlich nichts mehr wirklich, was mit 2 Grafikchips ausgeliefert wurde. Ja, so viel mehr kann ich zu der Grafikkarte eigentlich nicht sagen, denn es gibt einfach nicht mehr so viel dazu, beziehungsweise kann man nicht so viel testen, weil es, wie gesagt, von aktuellen Spielen beziehungsweise Software auch nicht mehr wirklich unterstützt wird. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Stück Technik, vor allem von der Größe her beeindruckend. Natürlich gibt es jetzt aktuell auch noch Modelle, die noch größer sind, aber zu der Zeit war das schon wirklich extrem und es gab einfach nichts, was diese Karte übertroffen hat, vor allem wenn es um jetzt Mainstream-Grafikkarten ging. Natürlich gab es dann Jahre später so große Modelle wieder, wie die Mars 2. Das ist eine doppelte GTX 580, aber die haben wir leider nicht da und kann ich euch nicht vorstellen. Deswegen haben wir jetzt die Asus Ares mal zum RAM geholt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr gerne mehr sowas sehen wollt. Wir haben noch ein paar Sachen, die ziemlich interessant sind für euch vielleicht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.